Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Pokémon Platin Edition. Wir sind immer noch auf dem Weg Wir sind immer noch auf dem Weg zum See der Stecke in der Nähe von Blissach. Ich will sogar behaupten, wenn wir schon in der Nähe von Blissach sind, dass wir auch den Ort besuchen, damit wir dort jederzeit wieder hinfliegen können. Dass es jetzt Level 42 ist, ist natürlich ein derbe Rückschlag. Aber nicht so sehr. Außerdem müssen wir Leola immer noch entwickeln. Also wieso zum Teufel? Bist du so stark? Aber hätte ruhig daneben gehen können. Hätte ich jedenfalls nichts dagegen gehabt. Okay, ich weiß auf jeden Fall, dass ich Leona auf dieser Route noch nicht entwickelt. Ansonsten hätte es sich schon längst entwickeln müssen. Das heißt also, wenn es sich jetzt entwickeln würde, würde es zu einem Cyana werden. Und das wollen wir ja noch nicht. Dafür ist es immer noch ein bisschen zu früh. Außerdem wollen wir ja nicht Cyana haben. Wir wollen ja eine andere entwickelt haben. Wo ich gerade überlege, ein Pflanz-Pokémon wäre auch nicht schlecht gewesen. Bist du ein Anfänger oder schon weiter fortgeschritten? Wie man es nimmt, mein Freund, wie man es nimmt. Wie ja die falsche Wahl. Ja, nur so kann man die Pokémon hier trainieren, wenn die noch ein bisschen schwach sind. Oh, beide Level 9 ist Respekt. Oh, dann ist die schneller. Boom. Danke. Na, aber sowas von einer Attacke vergessen. Drachenklaue. Bodycheck weg. Mir alle Drachenklaue. Sehr schön. Wäre schön, wenn Chuck jetzt auch noch eine andere Feuerattacke erlernt hätte, aber was soll's. Dann noch nicht hier gut mit. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Karte? Halt! Was ist hier? Bitte Flockentanz. Ein warmes Bettchen bringt warme Füße. Ja, wir wollen schlafen. Perfekt. Warte mal, wir sind jetzt auf Route 216. Ja. Wir waren aber auf Route 217. Genau. Ja, noch befinden wir uns immer auf Route 216. Ein Pantilos. So, Drachenklaue. Ja, setz ruhig Reflektor ein, das ist ein Schnurz.
Wir haben endlich eine bessere Drachenattacke. Auch wir werden vom Hagelsturm getroffen. Schlitzer. Reflektor, Lichtschild, Alter. Der weiß sich zu verteidigen. Aber bringt nichts gegen Hagel. Schlitzer hast du dir geklappt. Sehr schön. Ich will aber auch Viola erst einwechseln, wenn wir uns auf der nächsten Route befinden. Weil da können wir davon ausgehen, dass es sich auch entwickeln wird. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das war klar. Spaß. Bedrohe. Und da er war's. Wie viel zieht der Schlitzer bitte schon ab? Uha. Das ist sehr übel. Ich habe mal Glück als Verstand gehabt dabei. Ach so, und der Lichtschild hat ja auch noch funktioniert. Scheiße. Gut, das ist ärgerlich. Das ist eine Scheiße. Zwirklops. Zwirklop. Boah. Ah. Meine Chance. Sehr schön, dass es davon auch noch getroffen wird. Ich glaube, ansonsten hätte es mit einem KP ohne so überlebt. Exzellenter Kampf, sagte er. Ich bin jetzt noch kein Eis-Pokémon begegnen. Ja. Ich glaube, jetzt sollten wir langsam mal Leona nach vorne geben. Jetzt könnte es auch jeden Moment dazu kommen, dass es sich entwickelt. Loch gescheitert! Krass! Gut. Das Vieh will es ja so. Ich wollte es eigentlich am Leben lassen. Ich wollte nur flüchten. Da ich erst auf der nächsten Route kämpfen wollte. Aber wenn das Vieh das so will, soll es das so haben. Sneeble wollte es ja so haben. Hm.
Flammenrad. Ey, hör doch auf mit deiner scheiß Kratzkugel, ganz ehrlich. Kratzkugel ist so unnötig. Warte. Bettrank. Ah, Route 217. Oh, Tobias. Bist du zufällig auf dem Weg nach Blizzard? Da will ich auch hin. Wenn ich die VM Fliegen einsetze, kann ich auf dem direkten Weg dorthin gelangen. Aber ich laufe lieber. Das macht mir keine Probleme. Ich bin an Kälte gewöhnt, denn ich laufe immer barfuß und in leichter Kleidung. Ach, das war nur ein Kribbeln in der Nase. Nichts Wildes. Echt? Mir ist gar nicht kalt. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Pass auf dich auf. Hey, wir hätten eigentlich auch zusammenlaufen können, Mann. Dieser Route müsste sich also jetzt Niola entwickeln. Voraussetzung dafür ist natürlich. Dass Niola nicht stirbt. Schade. Naja, sonst gibt's doch eine Blitz ein. Darf ich mal erfahren, warum du so viel abziehst? Das gefällt mir gar nicht. Ja, genau. Oh. Könnt ihr eigentlich noch mal was anderes? Es kann nicht angreifen. Oh, hör doch auf. Das ist so unfair. Oh. Das fasse ich jetzt nicht. Das deprimiert mich schon wieder. Das deprimiert mich richtig. Drachenklaue. Sternschopper. Jo, genau. Warte mal, sie hat... zwei. Mal wissen, wieso Sternschauer so viel abzieht von mir. Magma. Schön wäre es natürlich. Warte mal, was soll ich sagen? Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist auch egal. Mir wird schon wieder einfallen, was ich sagen wollte. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir Magma besiegen. Na, fast. Aber warum ziehen Elektroattacken so viel bei Schein ab?
verstehe ich nicht. Wasserdüse reicht eigentlich. Das ist vollkommen ausreichend. Und das nächste Level. Warte mal, ich will nochmal kurz ein. Falsch. Nochmal ein Safe State auf den hier setzen. Danke. Da. Ja, man sieht schon, das ist das richtige Pokémon, was ich haben wollte. Jetzt haben wir also ein Glaziola. Damit haben wir also große, sehr, sehr große Chance gegen ihn. Das Pokéball. Ein Inigusche. Du? Ich brauche mehr Hypertränke als Beliebe. Und das wird nachher nicht anders laufen. Wenn wir erstmal in der Pokémon-Liga ankommen. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, hier wäre. Irgendwo dieser Stein gewesen aus Eis. Jetzt ist erstmal vollkommen wichtig, dass wir überhaupt zur Stadt kommen. Du drehst ja einmal. Du bist ja ein verrückter Kauz, du. Oh, ein Quiegel. Ich glaube, Viola erlebt mit dem nächsten Level nachher Dings. Nein. Natürlich, jetzt muss mein 3DS erstmal ein Software-Update machen. Klassisch. Eissplitter sollten nicht allzu viel abziehen bei Viola. War perfekt. Das läuft doch wieder hier bei uns. Oder besser gesagt, jetzt läuft es. Und da Viola ein Eistyp ist, stellt uns der Eissturm auch gar nicht. Das ist richtig gut. Jetzt können wir wenigstens richtig mit Viola kämpfen. Ja, lass mal wechseln. Bei Sneeble bin ich mir nämlich nicht so sicher. Jetzt muss ich bloß die Glaziola rausfischen. Na, wo haben wir es? Da haben wir es doch. Guck mal da, Glaziola. Glaziola. Da, Attacken. Na, klasse. Hätten wir Evoli auf Level 24
auf Level 20 schon entwickelt. Er ist mit Level 21 Eiszahn erlernt. Das ist jetzt ärgerlich. Level 33 in Lettus Spiegelkick ist noch hier. Level 37 habe ich hier Hagelsturm stehen. Blizzard sogar mit Level 45. Wir müssen unbedingt ein paar Eisattacken beibringen. So, dann lass mich mal weiter. Was haben wir hier für ein Haus stehen? Eine Person, ein seltsamer Anblick. Vielen Dank für deinen Besuch. Ein Geschenk. Bandsticker. Ach, guck mal. Hier wäre das. Ich verwende das Itemradar beim Poketech. Ich suche nach Dingen, die unter dem Schnee liegen. Das ist sehr schön. Wir müssen also links dran vorbei. Ich weiß, ich müsste trainieren, das werden wir auch noch. Werden wir aber in der nächsten Folge machen. Mir ist jetzt bloß erstmal wichtig, dass wir hier durchkommen. Die Stärke. Ja, ist klar. Hätte ich hier nicht wenigstens noch einer stehen können? Undicht. Und Schritt zurück. Wir sollten uns unbedingt noch einen Jäger-Pokémon machen. Vor allem explizit wegen dem Wander-Pokémon. Haspio. Nee, lass mal. Davon graut mir ja sowieso schon vor dem Wander-Pokémon schon wieder. Wenn wir im Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd nur ein Wander-Pokémon hatten, haben wir jetzt zwei. Und das ist ja das Ärgerliche. Und so geht. Gut, es gibt Tutoren, die man nutzen kann, die diesen Attacken helfen. Vielleicht kriegen wir ja dadurch einige der Attacken wieder. Alter, bist du bescheuert? Warum setzt du bitte Irrschlag ein? Geh weg! Sie hat noch eins. Gold King. Wieso bitte Gold King? Das macht ja jetzt noch gar keinen Sinn. Kaskade. Okay. Komm schon. Jetzt habe ich bald alle Pokémon wieder auf einem gemeinsamen Level. Und Superschall.
Der ist auch gleich Ultraschall ein. So wirklich. Wow, du bist ganz schön lebendig hier, ne Sicher. Und lieber. Und wieder übertragen. Aber Leone hat man gerade 90 KP. So ein bisschen wenig, ne? Steckufe. Hey, Tobias, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam. Hättest du Tobias, siehst du das, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blizzard Arena besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg, Team Galactic, ich bin euch auf die Fersen. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön, dass wir Dings dafür brauchen. Die nächste VM-Attacke. Was mir jetzt gar nicht so gefällt. Aber was sonst? Müssen wir sie uns irgendwie besorgen? Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht wo. Aber ist auch Schnurz. Da wäre die Arena. Was haben wir? Ah, hier haben wir den Tempel. Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blizzard betreten. Es tut mir leid, du musst wieder gehen. Alles klar. Dann haben wir doch bestimmt hier irgendwo noch Pokémon Supermarkt, ne? Hoffentlich. Da haben wir das Pokémon-Zettel. Hier haben wir den Markt. Und dann können wir nochmal ein bisschen unsere Sachen hier auffüllen. Moment. Davon brauchen wir auch ein paar. Davon werden wir uns schon mal 20 snappen. Davon. So, und schon sind wir wieder arm. Arm wie eine Kirchenmaus. Was machst denn du hier drin eigentlich? Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen muss. Ja, das ist sehr herrlich. Wir gucken uns mal kurz die Arena an, wie die überhaupt aussieht. Oh. Da kann ja wieder was werden. Aber ich würde sagen, die Folge beenden wir hier an dieser Stelle. Wir werden uns also in der nächsten Folge auf in die Arena setzen. Genau, wir werden uns in der nächsten Folge also der Arena hier widmen. Ihr seht, das ist schon ziemlich schwierig hier. Wir müssen, glaube ich, einiges an diesen Schneebällen wegschaffen, nur damit wir zur Arena-Leiterin kommen. Das wird heftig. Genau, er sagt uns ja, was wir hier tun müssen. Ja, das heißt, wir sollten auf jeden Fall Chuck hier drinnen nutzen. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Pokémon Platin Edition. Bis dahin wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.